Zünde sie an? Ernsthaft? Leck mich! Genau, leck mich! Warte mal, was haben wir hier? Aufziehschlüssel. Es lässt sich nicht stopfen. Naja, steck den Finger da rein. Was ist das hier? Steuerung. Position drehen. Oh Gott. Warte mal. Boah, keine Ahnung. Irgendwo Hinweise? Passt nicht, okay. Ja. Was? Hier? Okay, da ist das Rad, was wir brauchen. Wer ist denn das? Ist das die Familie? Auf dem Geburtstag? Ach, krass. Oh, Freunde, was ist das für ein komisches Auge? Was ist das denn? Was soll denn das sein? Luft, glaube ich, ne? Oder? Wenn ich das richtig sehe, bin mir nicht ganz sicher. Kommen wir hier durch? Kann ich nicht durchtrennen, okay. Haben wir in der Küche irgendwie eine Schere? Hier liegt doch was. Ne, doch nicht. So ein Schatten. Aha. Können die Kerze also wieder anzünden. So. Die Kerze wird aber hier gelöscht durch die Duschen. Okay, was können wir hier machen? Können wir hier irgendwas mit der Kerze machen? Das würde nichts nützen. Okay. Okay, wir haben hier... Hier ist Licht an dem Klo, warum auch immer. Ah, warte mal. Lecker. Echt widerlich. Was ist das denn? Verschmutztes Fernrohr. Aha. Warte mal. Muss mal irgendwie... Hä? Was ist denn? Steuerung? Wie Steuerung? Hä? Ich sehe überhaupt nichts. Ich sehe alles irgendwie... Hä? Es verschmutzt. Kann ich das irgendwie reinigen? Warte mal. Das will nichts nutzen, okay. Das muss ich irgendwie sauber kriegen, das Fernrohr. Ich weiß noch nicht wie. Hier vielleicht? Am Waschbecken? Es kommt kein Wasser raus. Toll. Noch niemals die Wasserrechnung bezahlt. Geschweige denn die Stromrechnung. Muss ja hier mit der Kerze rumlaufen. Der Typ ist total geil. Was ist denn da? Passt nicht. Was da? Uah. Okay, wir müssen ihm irgendwas geben. Wenn er dann... Boah, ein vollgeschissenes Klo. Fürchterlich. Ja, ist klar. Ist das jetzt sauber, das Dingen? Ne, ist immer noch dreckig. Aber warte mal, kann ich denn damit hier durchlaufen? Wird es dann sauber? Ach, wie geil, okay. Aber was habe ich davon, von so einem Fernglas? Was bringt mir... Ne.
Was? Galgen? Oh Gott, was ist das denn? Galgen? Das ist in der Mitte, keine Ahnung. Rechts ist auf jeden Fall Baby. Okay. Galgen. Wo ist denn hier der fucking Galgen? Ist das hier? Nee. Da war auf jeden Fall das Baby. Was ist das hier? Ich weiß es gar nicht. Da ist der Galgen. Ist er hier auch? Der ist hier links gar nicht. Willst du mich verarschen? Doch da. Ganz klein. Kann ich kaum erkennen. Muss ja eins muss hier richtig sein, oder? Aha. Strohpuppe. What the fuck? Die Puppe fühlt sich hart an. Verstehe. Lässt sie nicht stopfen, okay. Das würde nichts nutzen, okay. Kann ich irgendwas machen mit hier? Oh Gott, ey, ernsthaft? Alles geht auch, okay. Puppenfinger. Ne. 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 Was machen wir denn? Ach, jetzt kommt der Puppenfinger zum Einsatz. Ach, hör auf. Der ominöse Puppenfinger. Überleg mal, wie lange wir das Spiel schon spielen. Ach, krass. Von ihm ist er. Toll. Jetzt blicke ich aber auch nicht mehr durch. Wie? Hä? Wie kriegen wir denn? Hä? Wir brauchen auf jeden Fall das Rad dafür. Ah, warte mal. Ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob sie funktioniert. Wir probieren es mal aus. Ja. Hätte ich auch früher drauf kommen können. Ich weiß. Alter, habe ich mir jetzt erschrocken. Ernsthaft? Lol, die platzen sogar. Ui, warte. Boah, macht das Spaß! Hui! Wie geil, dass das geht. So. Okay. Okay. Ohne das Passwort wird es kaum gehen. Da steht Happy. Ja, aber. Hä? Okay. Ich muss sie bestimmt alle zum Platzen bringen. Und irgendwo ist ein Kärtchen drin, bestimmt mit dem Passwort, oder? Ich weiß es genau. Ich bin der Ballonkiller. Puff, puff, puff. Huch, was war das denn? Aha. Ballon. Ja, ich glaube, ich weiß, wo der hin muss. Ich mach trotzdem mal alle kaputt. Nur zur Sicherheit. So. Hallo. So, noch vier. Eins, zwei.
drei, vier. So. Das war's. Haben wir das Zimmer aufgeräumt. Okay. Ja, die lagen wahrscheinlich deswegen nur da, damit man den Kleinballon nicht sieht. Ist ja auch ein bisschen merkwürdig aus, ne? Wenn man den jetzt da unten so einen Ballon dahin macht. Ja, ey, na klar. Natürlich. Aua. Aber was ist denn? Federhalter. Ah ja, ich glaube, ich weiß. Und langsam erschließt sich mir das. Ach, jetzt dreht er mit der Hand auf, okay. Loser, lol. Loser. Okay. Ist es das Passwort? Der spielt so ein bisschen Spielchen mit uns, ne, Lukas? Lukas, der Lokomotivführer? Ist es echt Loser? Warte mal. Okay. Ja, sehr schön. Ja gut, jetzt ist es natürlich einfach. Jetzt ist natürlich ganz klar, wir müssen das Wasser abstellen, damit wir mit der Kerze die Torte anzünden können. Und hier ist übrigens auch das Rad, was auch in der Demo gab. Aber was Clancy noch alles gemacht hat, ne, bevor gestorben ist, ist ja der Wahnsinn. Auch so durch diese Videos zu sehen, was alles noch passiert ist, ist der Wahnsinn. Das finde ich irgendwie total geil. Dass man sich so reinversetzt, auch spielerisch, dass man halt noch spielen darf. What the fuck. Und dass man halt sehen kann noch, was passiert ist mit den Leuten. Was? What the fuck? Nein, was? Die Tür ist zu. Boah, bei lebendigem Leib verbrannt. Alter Schwede. Boah, krass. Happy Birthday! Alter. Boah, der ist so fertig. Alter, der ist so fertig. Dann weiß ich ja jetzt schon, was uns da erwartet. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Eieieiei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da 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 da. Freunde, es wird Zeit, Lukas einen Besuch abzustatten mit unseren Keycards. Und dem mal richtig die Meinung zu blasen. Ich meine, zu sagen. Er hat blasen gesagt, einfach so.
Mir juckt die Nase schon wieder. Nase. Ach ja. Freunde, ich werde bei dem Spiel nicht alt, auf keinen Fall. Wisst ihr, was das Schönste dabei ist? Man kann sogar in der Brille einfach die Augen schließen und es fällt im Stream überhaupt nicht auf. Außer wenn man dann nachher dann natürlich nur noch so sitzt, so. So. Nein, Quatsch. Ja. Hübscher Ladebildschirm. Es wird Zeit, dass das Spiel fertig wird mit Laden. Ist ja fürchterlich. Okay, Ladebildschirm. Die Ladezeiten sind echt lang. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ah, jetzt. So. Ich würde sagen, wir gehen mal Lukas den Besuch abstatten. Aber erst zum Safe-Raum. Warte mal. Da waren wir schon. Okay. Wollte nur mal kurz gucken. Safe-Room, ich komme. La 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 la. La 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 la. Lala. Ich habe nie gedacht, dass wir nochmal im Keller müssen, ey. Wahnsinn. So, Freunde. Dann gucken wir mal. Fünfmal Kraut, zweimal Medizin haben wir. Wir haben 11 Schuss Dings. Videokassette. Huch. Entschuldigung. Kann weg. Könnte theoretischerweise einen Granatwerfer mal mitnehmen. Komm, wir nehmen den mal mit, spaßeshalber. Und eine Granate. So. Und speichern mal ab. Das heißt, wir können Lukas richtig schön einheizen, was es angeht. Ich bin mal gespannt, wie der so ist als Gegner. Also, ich fand Margaret war relativ easy, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also, Margaret war bisher sehr leicht. Ich fand Jack bisher am schwersten. Gut, jetzt war ich, natürlich nicht, was noch alles kommt. Wie weit ich auch bin mit dem Spiel, aber das fühlt sich schon sehr nach Finale an, weil der die beiden hier hat, die wir brauchen, also Mia und Zoe. Ich bin so ein Idiot, ich hätte auch hier speichern können, ne? Ich mach das noch. Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Entschuldigung. Da hinten lief auch noch einer, ne? Oder kann das sein? Alter, hab ich mich jetzt erschrocken, wieder angekrabbelt kommen. Alter, ernsthaft? Hört auf damit! Huh. Oh nee, jetzt latschen die ja auch noch rum, ey. Haben wir noch Münzen? Wir haben noch eine Münze, ne? Wie viel brauchen wir noch? Eine. Ich glaube, wir haben noch eine, ne? Oder? Ja! Was war denn noch da? Schatzfoto? Nee. Schatzi, schenk mir ein Foto. Na. Stabilisierer? Was macht der? Entspannt die Muskeln und reduziert Stress, wodurch sie schneller nachladen können. Wirkt dauerhaft. Voll geil, nehme ich. Nehme ich ab in den Arm. So. So. Dann kann ich jetzt, glaube ich, nochmal speichern, ne? Ja. Speichere ich nochmal eben. Ich weiß, nervig. Aber müssen wir machen. So. Da, 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 da. Ich freue mich schon auf den Run hier. Wahnsinnsmodus. Oder Verrückten-Modus, wie der sie schimpft. Hier hätten wir übrigens auch noch ein Video gucken können, aber gut. Aber bisher nur 3 Videos finde ich echt wenig. Ich dachte, da kommen echt mehr Videos. Was hier so passiert ist mit Leuten. Ach, warte mal, wir müssen die Karten hier holen, ne? Ja, oh, ich bin so schlau. Sieht voll an, als ob, wenn du vor der Tür stehst, bei Lukas, hört sich das irgendwie voll an, als ob du irgendwie vor so einem Club stehst.
So. Willkommen zur Hausparty. So, rot und blau. Oh Gott. Oh Gott, ernsthaft? Boah, ist das furchtbar. Ich möchte ein Spiel spielen. Willkommen, leben oder sterben. Du musst wählen. What? Let's play. Hey, let's play. Cool. Let's play together. So, was let's playen wir denn heute? Resident Evil 7. Oh nein. Warte mal, ist das nicht der Bonusraum? Dich gefunden hat? Ethan? Ethan? Du kannst so viel du willst unter dem schmutzigen, vergammelten Haus kriechen und nach den Materialien suchen, aber du wirst verdammt nochmal nichts finden, Ethan. Du willst das Serum herstellen? Oh, Baby. Da musst du an mir vorbeikommen. Hörst du mich? Na komm schon, Ethan. Was sagst du? Ja. Alter. Scheiße! Alter. Der ist so fertig, der ist so fällig vor allen Dingen auch. Aber warum sagt er denn Zoe als sein Vater, oder beziehungsweise sagte er gerade, als sein Vater dich gefunden hatte, meinte er zu Zoe, so wie das aussah oder als ich anhörte. Oder vielleicht zu Mia, ich weiß es nicht. Aber Mia hat ja auch angeblich eine Gabe. So wie Margaret das mal sagte. Oh Gott. Da ist eine Falle. Guck mal, der Drecksack. Fallen aufgestellt. Der kleine Drecksack. Kann ich die irgendwie deaktivieren? Schade. Der kleine Mistsack, Alter. Müssen wir nach... Oh, guck mal hier. Der Drecksack. Ah, guck mal einer an. Ich glaube, ich bleibe lieber in der Gedukthaltung, bevor ich irgendwo in so eine Bombe reinrenne oder so.
Was war das? Da oben ist auch eine Bombe. Guck mal. Ei. Und da, Alter, guck mal. Oh, das ist dieser Drecksack. Dieser kleine, ekelhafte Drecksack. Uah. Was? Ach komm, fick dich, ohne Scheiß. Ach komm, fick dich, ihr habt das Ding gar nicht berührt. Ach, fick dich doch, du scheiß Kackarscherspiel. Ich hab das Ding gar nicht berührt. Gibt's da gar nicht. Bin doch schon außen gegangen. Nur gerade, ob wir irgendwie schwere Piss. Hallo? Ja, natürlich ist. Alter, dieser Drecksack, dieser ekelhafte, schmierige Drecksacklappen, der ist sowas von fällig, ist der. Du kannst dich ja noch niemals trauen, irgendwie eine Kiste zu öffnen. Guck mal, das ist der Raum mit dem Clown, glaube ich. Boah, wie mies das ist. Guck mal hier. Da kommst du sogar nicht dran vorbei. Okay. Du hast ein wirklich gutes Auge. Ja. Okay, kriegen wir die Kiste. Das heißt also, wir werden jetzt gleich auf Lucas treffen. Nur ein Spielzeug kann also nicht als Waffe verwendet werden. Oh, schade, ich dachte. Tja, müssen wir mit dem auskommen, was wir haben. Leider Gottes Namen. Was? Ja. Scheiß Passwörter, was? Probier doch mal 0814. Nein. 0621. Nein. Es ist 0514. Was denn jetzt? Na komm schon. Versuch's mal. Man weiß nie. 0514, okay. 0514. Dieser dreckige Mistlappen. Warte mal, hier ist doch der Bonus. War das hier nicht mit dem Schatzfoto? Dieser dreckige alte Mistlappen. Muss auf alles gefasst sein bei dem. Das Problem ist, ich traue mich nicht richtig, Kisten bei dem jetzt mehr zu öffnen. Wegen die Bomben. Warte mal, ich mach das mal anders. Das habe ich mir nämlich gedacht. Aha. Genau das habe ich mir nämlich gedacht. Okay. Dieser schmierige Lappen. Der ist sowas von fällig. Der Gang sieht mir viel zu lang aus und viel zu ruhig. Wenn ich das mal so sagen darf. Hallo. Oh Gott, die nächste Arena. Alter! What the fuck? What the fuck, Alter? Wow!
Willst du mich verarschen? Das gibt's doch nicht. Wie mies war der denn? Ja, verbesserte Pistolenmunition. Ach komm. Gezielte Angriffe, bla bla, blocken. Toll, Türen. Drücken Sie X, um offene Türen zu schließen. Gegner mit niedrigen Intelligenz können keine Türen öffnen. Ja, toll. Ja, da kann sich auch mal rasieren, der Typ. Der Lukas, der Lokomotivführer. Boah, wie gemein das war, dass sie direkt dann anschließend noch in so eine Bombe rennen. Gut, wir waren eher angeritzt ein bisschen. Muss man dazu sagen. Huch. Ich kann mal so ein Dings mal eben nehmen. Komm. Warum zerschieße ich eigentlich? Weil die Munition kann ich mir eigentlich sparen, die eine dafür. So, wo kommt er jetzt? Wo bleibt der? Der kommt doch jetzt gleich, oder? Da ist er. Der Drecksack, schleicht er sich an, der Penner. Geh sterben, Mann! Und bleib doch mal tot! Der Kopf ist noch dran, ich trau dem nicht. Und wo war die Bombe? Da ist sie. Der miese Mistsack, Alter. Der ist weg. Ich hab doch gesagt, er ist nicht tot. Ich hab's gesagt. Wow, Alter, wie viele Bomben hier sind. What the fuck? Ach du Scheiße. Ernsthaft? Alter, nicht. Steroide. Eine antike Münze. Sehr schön. Eben die Steroide in den Arm kloppen. Zack. So. So, Freunde. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter, ja? Na. Ich trau dem Braten hier nicht. Ohne Spaß. Ich höre doch schon wieder irgendwas. Irgendwas kreucht doch schon wieder hier so. Aber wo? Da. Ich hab's gewusst. Komm her. Lass dir gut gehen. Müsste noch so die Flinten und die Waffen noch verbessern können, das wäre cool. Ist er jetzt tot oder nicht? Jetzt aber, oder? Nein, er lebt noch, Alter. Willst du mich verarschen? Bleib doch mal tot, Mann! So, das war's doch jetzt, oder? Wie dunkel das hier ist. Man sieht wieder hier vor lauter Schwärze nichts. Ist dunkel wie im Rattenarsch. Oh, eine Gießkanne. Toll. Ich warte nur darauf, dass fliegende Schweine oder Kühe kommen. Kühe vor allem. Kühe. Muss ich selber lachen. Ja.
Da wären wir nun also. Lukas, komm raus. Das ist bestimmt da drüben die Arena. Falle? Safe-Raum. Geil. Videokassettenrekorder. Fernseher. Alter. Alles auf einmal. Okay, wir können sogar was kombinieren, ne, sehe ich gerade. Pistolenmuni. Machen wir mal. Können wir gut gebrauchen. Wir können ein bisschen was wegpacken, warte mal. Alter, wir haben Maximum an Kraut. Münze packe ich auch weg. Komm, da packen wir hin. Datieren und dann... Reicht, wenn wir zweimal Kraut haben oder einmal Kraut, dann reicht vollkommen, wenn wir irgendwas finden.